Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Ich habe nochmal ein älteres Best of 3 ausgegraben, weil es recht vielversprechend aussah. Wir haben wieder Zerg gegen Protoss. Wir haben einen Zerg in Grün vom Team Extreme Supremacy. Es ist Guru. Guru, Guru. Und er spielt hier gegen den violetten Protoss vom Team Flipside Tactics. Es ist Puck. Und die beiden battlen sich auf der ersten Map, nämlich Bridgehead Alley. Und momentan alles noch sehr ruhig. Nicht so wie wenn No Regret spielt, dass da früh irgendwelche Linge kommen. Nein, einfach Probe Scott ist ja auf dem Weg. Guru nimmt seinen Natural unten auf dem Lowground. Könnte Aggression geben, ist eigentlich nicht unbedingt sicher. Man kann das auch als Makro-Game spielen. Hingegen Protoss geht in einen sehr schnellen Nexus nach dem Gateway. Spren hat seine Backdoor Rocks, die ihn da absichern. Kann hier gemütlich seinen Nexus setzen. Probe scoutet jetzt hier auch einmal. Es wird bereits eine Drone abgezogen für eine dritte Basis. Dritte wird hier auch kommen, also auch schnelle Dritte hier für Guru. Wir starten in ein Makro-Game. Guru momentan komplett noch ohne Gas, bleibt hier nur auf den Minerals. Probe ist noch da, um zu scouten, allerdings wird sie momentan nicht viel sehen. Tja, das heißt, beide Makron hier hoch. Wir werden ein wenig ruhige Minuten haben. Was gibt es Neues aus der StarCraft-Welt? Naja, wer es mitgekommen hat, es gibt einen neuen Wettskandal aus Korea. Tragisch, aber naja. Manche Menschen sind einfach bescheuert. Es wurden, ich denke, soweit ich die Information richtig habe, 11 Leute wurden verhaftet in Korea, darunter der Coach und Manager vom Team Prime, der Spieler Yoda und Boom Boom. Eben für Matchfixing, also für das absichtliche Verlieren von Matches, haben anscheinend zwischen 3 und 8.000, 9.000 Dollar bekommen dafür, dass sie das Match eben absichtlich verlieren. Und gerade der Manager hat dann noch in den Wetten mitgespielt, hat dann irgendwas mit über 50.000 Dollar in Wetten investiert. Also ja, ziemlich abgefuckte Scheiße eigentlich, was da so abgeht. Ist nicht Koreas erster Wettskandal und naja, man hat es schon. Die letzten paar, beziehungsweise die letzte Season der Pro League waren mehrmals Spiele unter Verdacht eben von Matchfixing. Tja, und es hat sich eben doch ein paar Sachen bewahrheitet. Ja, da kommt. Zwei Dinge nicht sehr weit vom Zerg. Sollten hier kurz scouten, werden längst hier vom Pylon aus dem Leben geschossen. Interessanterweise hat der Mothership Core beide Kills bekommen. Ja. Und Pack hier geht selber auf eine schnelle Dritte. Nachdem wir mal die traurigen Neuigkeiten weg haben. Generell die Woche für StarCraft war nicht die lustigste, kann man sagen. Gerade mit Total Biscuit, Axiom, QXC und jetzt eben der Wettskandal. Es war einiges los diese Woche. Ja, das ändert nichts. StarCraft ist trotzdem ein schönes Spiel. So, weitere Dinge auf dem Weg. Eigentlich, die treffen die auf den Adept. Heißt, Guru hier überhaupt kein Glück mit seinem Scouting. Der eine Link überlebt sogar. Wird hier nicht noch angeschossen. Allerdings, Mothership Core patrouilliert hier. Es ist ein Overcharge verfügbar. Also dieser Pylon kann auch diesen einzelnen Link easy aus dem Leben schießen. Währenddessen, Adept wird zurückgedrängt vor der Queen. Zerg hat hier seine drei Basen. Hat sehr, sehr stark hochgeholt und hat immer noch kein Gas genommen. Dann geht es hier auf den Roach vor und baut hier die erste Linie und droned weiter hoch. Adept jetzt hier oben an der Natural. Haut hier mal eine Drone an, allerdings hier wird vertrieben auch von den weiteren Lingen. Jetzt Guru sammelt doch mal Gas, hat einen Roach von gleich fertig, nimmt weitere Gasgeserie hingegen. Puck hat gut mitgehalten mit dem Worker-Count, baut eben auch drei Probes gleichzeitig aus drei Chrono-Boost-Nexus. Baut hier hinten seinen Wallen dicht, geht auf mehreren Gateways, hat als Tech jetzt gerade die Twilight Council gesetzt. Also beide jetzt hier mit ihrem Greed so langsam durch, sind nicht mehr so gierig, beschließen jetzt doch mal ein bisschen weiter zu tacken. Für den Zerg kommt der leer und er fleht jetzt ja einige Drones an dem einen Adept, der macht hier doch mal gut umfassend Schaden. Kam hier noch gut weg, jetzt wird hier surrounded von den Lingen, Queen hilft hier ordentlich mit, allerdings der Shade rettet ihn, teleportiert sich gerade raus und überlebt hier mit den letzten 25 Hitpoints und killt jetzt hier noch einen Creep-Tumor. So einen nachtöten Adept, ja, allerdings Queen ist jetzt dran, Adept rennt wieder weg, eigentlich sind die Linge hier vernünftig verfolgen, sollte dieser Adept eigentlich nicht überleben. Höchst unwahrscheinlich nur, aber der Shade momentan nimmt einen guten Weg. Wird hier vermutlich noch größtenteils rauskommen.
wird hier wegteleportiert, währenddessen sind hier Linge auf dem Weg, allerdings Slowlinge. Und Slowlinge eben gegen Photon Overcharge. Das ist ein sehr unfaires Match. Die Linge nehmen dadurch richtig viel Schaden. Jetzt kommen hier noch Stalker mit dazu. Heißt, die Linge hier keine großen Chancen. Guru muss seine ganzen Einheiten zurückziehen, geht auf das erste Missile Attacks Upgrade, holt sich Roach Speed und geht in ein Infestation Pit. Hingegen der Protoss baut sich seine Robo, holt sich Blink. Heißt, beide hier nur weiter im Hochmakron, beide stellen jetzt so nach und nach ihre Midgame-Army auf. Danach werden sie vermutlich auch irgendwann mal gegeneinander laufen. Zerg hat da zumindest mal ein bisschen was geplant, sammelt hier seine Einheiten vor der Basis von Protoss. Eigentlich, das sind Force Fields da, für Notfall als Overcharge-Energie genügend vorhanden und es kommen viele Stalker. Und wenn die Blink zukriegen, dann hauen die auch einiges an Schaden raus. Der eine Adept lebt hier immer noch, hat ja auch nochmal einen Kill bekommen und vergeht sie jetzt hier gerade ein bisschen an der Hatchery. Haut hier einsam drauf, währenddessen kommt eine Roach, die spuckt ihn jetzt an. Ein Duell der Giganten. Eigentlich, der Adept ist eben angeschlagen. Das ist unfair eigentlich, dass die Roach hier einen verletzten Adept bekämpft und jetzt auch nur ihre Kollegen wieder zuruft. Heißt, dieser Adept wird hier nochmal sterben. Eigentlich hatte eben die Scouting-Information für die dritte Basis geliefert. Währenddessen kümmern sich zwei Stalker hier um einen Overlord. Es kommen Swarm-Hosts hier von Guru. Das ist neu. Man sieht nahezu keine Swarm-Hosts mehr momentan. Guru scheint dem doch einen Versuch zu geben. Und gut, von dem Basen-Layout her, gerade die fliegenden Locusts können ja easy drüber fliegen und dann sofort Damage machen. Die haben nach wie vor einen sehr, sehr hohen Damage-Output, machen richtig viel Schaden. Für den Zerg kommen weitere Ravager mit dazu. Upgrades kommen jetzt durch, so wie das Ravager-Range-Upgrade. Ja, das ist ein Protoss, geht auf seine eigenen Fehler. Der heißt, Protoss schießt einfach nur mit den Basen nach oben, versucht hier mit der Gier des Zergs mitzuhalten. Eigentlich jetzt kommen hier die ersten Swarm-Hosts und dann wird es hier ein paar Locusts regnen. Und die fliegenden Locusts muss man nicht mehr erforschen. Das wurde geändert, die können das jetzt instant, weil sie ja noch nicht nervig genug waren. Locusts, direkt Fliege-Upgrade. Ja, sind hier gelandet, da ist momentan nichts da, um zu defenden. Da wird direkt ein Pylon sterben, auch die Gates nehmen hier richtig viel Damage. Die Locusts fräsen sich einfach durch die Gebäude durch, währenddessen hier werden ein paar Roaches von Linkstalkern erwischt. Die haben auch ein bisschen Sentry-Unterstützung. Die pushen jetzt hier raus, suchen entsprechend die Swarm-Hosts. Eigentlich Swarm-Hosts sind schon lange weg. Da stirbt nochmal ein Adept dran, der DPS von den Locusts ist einfach nur abartig gut. Währenddessen Fiends werden hier gesniped von Blinkstalkern. Auch Creepster wird hier nach und nach rauskommen. Da ist nochmal ein Overlord, der lebt hier gefährlich. Eigentlich überlebt er hier auch. Es kommt hier die Protoss-Army vorwärts. Hat hier ein Observer mit dabei. Zumindest noch einen. Da waren es vorher noch zwei. Wurde eben vom Shot vom Ravager gesniped. Observer hat 60 Leben. Das reicht mit einem Shot vom Ravager, um den zu töten normalerweise. Außer das Schild wehrt das ab. Ich glaube, das ist ein Spell und Spells ignorieren normalerweise Schilde. Heißt, ein Overseer, ein Observer kann gewonshottet werden. Und Protoss versucht jetzt hier hinten durch die Backdoor Rocks, möchte hier durchpushen, hat den Warpress mit dabei, hat Blink, hat noch kein Attack Upgrade interessant, weil es holt sich weitere Gateways, packt hier mit einem Gateway Heavy Style unterwegs gegen eine Roach Ravager Army und ein paar Lingen als Unterstützung. Die Swarm Hosts hier waren wieder zur Stelle, Locusts sind wieder gelandet, infiltrieren wieder die Protoss Basis, hauen hier wieder ordentlich Schaden raus, killen hier ein weiteres Gate und vielleicht noch ein Pylon. Nein, knapp, Pylon überlebt hier nur. Ganz, ganz knapp. Währenddessen geht es hier weiter. Das sind ein paar Overlords out of position. Die Swarmers jetzt hier auch sind ein bisschen dumm rumgelaufen. Jetzt geht es hier auf die Overlords. Forcefields wurden gesetzt, um die Zerg-Army rauszuhalten. Da werden jetzt mehrere Overlords sterben. Da könnte Google fast den Supply kommen. Jetzt kommt hier nochmal ein weiteres Forcefields. Trennt hier schön ein paar Roaches ab. Jetzt kommen hier die Ravage hinterher. Der Observer ist noch da. Währenddessen pushen jetzt die Roaches nach vorne. Es sind viele, viele Forcefields hier. Swarmers könnten jetzt hier die Locust absetzen. Wäre vielleicht auch benötigt. Die Protoss-Army macht hier einen richtig guten Job. Dezimiert hier nach und nach die Zerg Forces. Eigentlich, es kommt auch viel den Force mit nach hier vom Zerg. Blinks sitzen hier verdammt günstig. Wir schon die Blinks überall. Die verletzten Stalker ziehen sie hier schön nach hinten zurück. Die Roaches schmelzen einfach. Grandioses Blinks-Stalker-Micro hier von Pack. Und er pusht jetzt hier dadurch nach und nach durch. Hat immer noch einen Riesenband-Stalker. Jetzt kommt hier sogar der aggressive Blink drauf. Möchte hier das Spiel fast schon beenden. Eigentlich, es kommt nach wie vor viel Production hier für den Zerg. Er hat vier Basen dahinter, kann einiges in Units rauspushen. Der Supply-Vorteil vom Zerg ist geschrumpft. Protoss hat hier immer noch sehr, sehr viele Blinkstalker. Die regenerieren auch wieder ihre Schilde, leben damit auch wieder ein gutes Stück länger. Warpism ist noch mit dabei fürs Reinforcement. Es lebt auch noch ein Observer. Und es kommt jetzt ein vierfacher TT-Warp in und es kommt die Robotics Bay hinterher. Heißt, Pack ruht hier auch nicht, sondern pusht auch direkt sein Tech weiter, möchte jetzt hier weiter harassen. Hier ist ein Sporkroller. Das sind auch die Army-Units in der Nähe. Währenddessen hier wird aufgesplittet. Die DDTs rennen hier einfach in die Mainbase. Da ist momentan nichts an Sporkrollern. Der hier, ja, da ist nochmal einer an der dritten. Der wird hier von zwei Keens getötet. Währenddessen die Blinkstalker versuchen, hier wieder zu engagieren.
Da ist eine kleine Lücke, da wollten die Rogers durchpushen. Das ist nicht der sinnvollste Weg. Währenddessen kommt hier noch ein Timebomb mit dazu. Währenddessen die T hier in der Natural. Vergeht sie an der Queen mit einem zweiten Kollegen. Stalker kämpft immer noch. Timebomb ist noch dran. Blockiert hier ein bisschen die Rogers. Levelster kommt jetzt hier mit dazu. Absalver lebt immer noch. Stalker blickt hier wieder gut nach hinten. Packt hier wirklich richtig. Schreibt mit seinem Blink, Maiko. Macht hier einen richtig guten Job im Kampf gegen die Rogers. Rogers schmelzt einfach nur dahin. Länge kommt mit dazu für die Unterstützung. Angst. Warten auf, nur rausgenommen. Das Supply nähert sich immer näher an. Beide spielen Angst noch gut was auf der hohen Kante. Pack sollte hier wieder eine ganze Runde reinwarpen. Er hat auch viel Supply frei. Er hat nach wie vor 4 Base. Und das ist für den Protoss richtig, richtig heftig. Wenn das ein Guru fehlen ein bisschen die Larven. Er kann gerade schlecht nachproduzieren. Hat nochmal eine ganze Roach-Runde nachgeworfen. Da wird nochmal der Mothership-Call gesnappt durch die Ravager. Pusht hier den Protoss zurück. Da kann sich hier noch ein bisschen. Er kann sich nicht um Creepset kümmern. Es lebt nicht mehr wirklich. Es lebt kein Observer mehr. Ein bisschen bitter. Als Zirk hat das hier auch gesehen, wo Protoss gerade hinläuft. Und so hat sich ein bisschen stabilisiert, hat einiges an Drones verloren. Nähert sich jetzt wieder dem Max-Out. Aber das sind eben hauptsächlich Roaches. Im Gas hat Guru nahezu nichts momentan. Hat hier 6 Drones drin. Und hier gab es wieder ein kurzes Engagement. Ein Stalker ziehen sich rechtzeitig zurück. Das Gasenkampf vom Zirk ist unterirdisch mit 400. Protoss hat doppelt so viel. Und baut jetzt eben dahinter schon Disruptor. Und Disruptor vernichten diese Armee einfach, vor allem Off-Creep. Da versucht Zirk wieder durch eine kleine Lücke. Das ist vielleicht nicht unbedingt der sinnvollste Weg. Er zieht sich auch wieder zurück. Setzt hier nochmal guten Shot auf die Stalker. Die verlieren eigentlich dadurch hauptsächlich Schilde. Jetzt geht's hier wieder drauf. Zirk will hier weiter vorwärts pushen. Jetzt sind Disruptor mit dabei. Der schießt jetzt hier auch vorwärts. Eigentlich Kugel trifft nichts. Roaches und Ravager versuchen jetzt hier wieder gegen die Stalker zu kämpfen. Eigentlich beide hier wieder mit dem Disengagement. Keiner möchte hier committen. Währenddessen Protoss nimmt sich eine sehr offensive Base hier in der Mitte der Karte. Die kann man wirklich von allen Seiten angreifen. Da ist wunderbar viel Fläche drüber. Tja, was ist Gurus nächster Plan? Er geht hier in den Hive, holt sich Hydra-Upgrades, sowie auch Overlord-Speed. Der Linge scouten jetzt hier praktisch unfreiwillig vorwärts. Zirk möchte hier gerade wieder kurz durch die Engstelle pushen, setzt wieder Shats ab. Auch die Disruptor hier werden vom Warprism gemicrowed. Das beide Spiel hier wirklich bedacht darauf, ihre Army nicht unvorsichtig zu engagen. Ja, die Basis hier, das wird gefährlich. Da wird auch direkt ein Pylon gesniped. Stalker Snacks zur Stelle. Wollen sie allerdings wirklich den Highground hier hochpushen, ist die Frage. Die Ravager, wenn sie wieder einen Shot haben, machen wieder einiges an Schaden. Da muss die Stalker nach hinten laufen. Da werden auch einige Stalker von den Shots der Ravager getötet. Rogers snipen jetzt hier die Basis. Die wird kurz angegangen, hat keine Schilde mehr. Jetzt geht sie noch an die HP. Jetzt wird hier das Engagement wieder gesucht. Ravager Shots kommen wieder mit dazu. Stalker müsste wieder zurückblinken. Und die Base wird hier rausgenommen. Das kommt das Raptor von hinten. Sprengen hier einen großen Teil der Ravager und Rogers weg. Base wird hier zwar gecancelt. Allerdings auch einiges im Supply wurde hier von Zirk verloren. Er hat keine Gasbank, baut gerade 13 halt was, ist hier auf dem Rückzug und lässt die Blinkstalker richtig stark. Können ständig wieder laufende Einheiten abfarmen. Sollte ein bisschen mehr, kommt sogar Blink noch hinten drauf. Stirbt nochmal 2 Roaches und ein Ravager. Bruder steht jetzt wieder kurz vor dem Eingang zur Zirk Base. Der Ravager Count ist ziemlich gefallen. Ist nur noch bei 4. Und eben gegen den Stalker Ball kann man den AOE damit dringend brauchen. Auch Lurker wären hier verdammt gut, gerade weil kein Observer mit dabei ist. Protoss geht jetzt einfach rein mit seinen Blinkstalkern. Das sind 2 Spankbikes, die halten hier nicht viel aus. Auch der Sprockler wird gesnappt. Stalker jetzt hier mitten der Zirk-Basis. Werden jetzt hier angegangen von allen Seiten. Dinge sind mit dabei. Da starben nochmal 4-5 Stalker bei der ganzen Geschichte. Ein bisschen unvorsichtig hier engaged von Puck. Allerdings, er hat eine gute Economy nach wie vor dahinter. Will sie jetzt hier eine Basis nehmen? So viel zu optimistischen Basen. Protoss pusht jetzt hier immer näher in Richtung des Zirks. Da kommt noch eine gute Disruptor-Kurbel. Sprengt hier. Locker 20, 30 Zirk Army Supply. Richtig starke für Kills hatten das Ding. 18 Kills. Hat sich definitiv schon gelohnt hier für den Protoss. Es kommt nochmal Hydras nach und Linge. Eigentlich durch die Engstelle ist es für die Linge schwer zu engagen. Stalker pushen jetzt hier wieder durch. Da kommen eigentlich wieder gute Blinks nach hinten von den einzelnen Stalkern. Pack hier wieder mit gutem Micro unterwegs. Er öffnet jetzt hier die zweiten Rocks. Möchte jetzt hier eine vernünftige Kampffläche haben. Er hat 3 Disruptor mit dabei. Hat hier eine starke Army. Das plus 3 Attack Upgrade kommt für ihn. Er baut eben währenddessen weitere Nexus. Währenddessen versucht auch Zirk eine weitere Basis aufzustellen. Eigentlich Protoss hier momentan mit dem Base-Vorteil. Kommen nochmal die Disruptor-Kugeln. Versuchen die einzelnen Einheiten zu treffen. Kriegen jetzt hier auch nochmal 3 Ravager. Richtig teurer Shot hier für den Protoss. Zirk hat hier nochmal richtig viel verloren. Die Titans pushen jetzt hier mutig vorwärts mit den Roaches zusammen. Da trifft nochmal ein Disruptor-Shot. Die Ravager zerfetzt. Das sind so lächerlich hässliche Einzelteile. Der Stalkerball ist riesig. Protoss ist hier maxed. Gegensatz Zirk nicht. Der baut hier gerade eine Uli-Cavern. Versucht das mit den Ultras das noch irgendwie zu regeln. Ein Stalker hier gegen Ultras. Da trifft nochmal ein Disruptor-Shot. Hat hier den Observer gesniped mal wieder. Es geht hier wieder drauf, eigentlich Protoss hier vorsichtig mit dem Engagement, holt sie jetzt hier mehrere defensive Cannons mit dazu, das Warpism steht immer noch, der Nexus steht hier, Protoss hier mit 2 weiteren Basen, wird die auch direkt ans Laufen bringen, da werden die ersten Probes transferiert. Es kommen jetzt hier die Ultralists, eigentlich die haben keine guten Upgrades hingegen, Stalker kriegen bald plus 3, Unis kriegen gerade ihre Armor-Upgrades, die dauern eigentlich noch ein ganzes Stück. Und Unis ohne Armor-Upgrades sterben auch gegen Stalker ziemlich easy, es ist das
Chitinias Plating hier, das wirklich den Unterschied macht. Währenddessen Zerg versucht, ihn wieder rauszupushen, versucht, einen Disruptor zu snipen, hat allerdings keinen Erfolg dabei. Beide stehen sich immer noch hart gegenüber, währenddessen gab es jetzt hier eine Ausladung. Allerdings, der wurde hier gesnappt, bevor die Kugel loslösen konnte. Das hätte sonst locker 15 Hit was das Leben kosten können. Zerg muss hier nach wie vor so vorsichtig sein, wartet hier auf seine Ultras. Möchte er für den Protoss ein bisschen zurückdrängen. Da kommen mutige Ravager-Morphins. Und von beiden Spielern nähern sich die Upgrades der Fertigstellung. Die Ulis warten jetzt nach und nach fertig. Es kommen nochmal 3 Ulis nach, 4 Ulis nach. Zerg hat auch ein paar Queens. Ist jetzt hier auch Max Angst, hat er keine Banking gegen. Pack hat hier gut was an Gas auf der hohen Kante. Baut sich hier defensiv richtig stark auf. Holt sich hier 3 Stargates, holt das erste Tech-Upgrade. Fühlt sich also momentan ziemlich sicher, dass ich einfach sinnlos hochtecken kann zu einer wesentlich stärkeren Army. Musk Carrier nämlich. Da landen nochmal ein paar Ravager-Shots. Zerg fliehen nochmal Schilde. Jetzt kommen die Disruptor-Kugeln. Zerg Army rennt weg. On-Creep verliert eigentlich trotzdem nochmal 2 Ravager. Die sind einfach zu fett. Die nehmen zu schnell Damage. Jetzt gehen hier die Ulis vorwärts. Sind hier vorne mit den Queen-Zetten dran. Jetzt soll sie draufgehen vom Zerg. Pusht jetzt hier mit allem vorwärts, was er hat. Kommt ein Disruptor-Shot. Der trifft hier schon mal in ein paar Hydras. Trifft hier ziemlich gut. Die Ulis waren jetzt hier gekitet von Zerg und gefokust. Die Ulis warten zwar drin zu, der Burst-Damage von den Stalkern ist ziemlich krass. Die Ulis werden hier alle niedergemetzelt, währenddessen kam jetzt hier ein Wobbin von TTs und die Queens kommen hier nicht weg, werden hier gesnappt. Die TTs pushen einfach weiter vorwärts. Protoss hat das hier richtig gut abgewehrt. Zerg hier nochmal krass im Supply getroppt, hat hier nach wie vor viele Roaches. Baut jetzt auch nochmal einiges in Roaches nach. Es kommen weitere TTs, es kommen Archons mit dazu. Pack hier mit einem richtig starken Spiel unterwegs. Belagert hier nach wie vor den Zerg an seiner Netzwerk und Zerg geht so langsam das Geld aus. Diese Basis ist nicht wirklich am Laufen, wird gerade umgesetzt. Hier wurden jetzt Pylons gesetzt, ja, das ist der Bobman des Jahrtausends, das dauert Jahre. Und Protoss pusht hier wieder rein mit den Archons gegen die verleidende Zerg. Da kommen jetzt nochmal 4 Ulis mit vorwärts. Da kommen die Hellas in der zweiten Reihe. Da können nochmal ein paar Stalker-Steuerungen. Der Protoss-Ball ist nach wie vor sehr stark. Nimmt einen weiteren Uli raus. Ein weiterer ist hier kurz vor dem Tod. Der hat die letzten beiden Points. Da geht es jetzt nochmal drauf. Der Archon hier legt sich mit den Ultralisten an, wie im Legacy of the Void Cinematic. Da geht es jetzt hier weiter drauf. Protoss hier kitet wieder nach hinten. Sniped hier schön die Ultralisks raus. Hat jetzt hier seine Disruptor immer noch. Das sind noch 4 Disruptor-Kugeln. Die können die Hater Army easy zerfetzen. Ein Ravage hier nimmt einen Umweg. Überlebt eigentlich trotzdem gerade noch so. Die Stalker jetzt hier wieder aggressiv. Pack hat hier nach wie vor die Oberhand in diesem Spiel. Guru fehlt einfach ein bisschen das Geld. Er morpht jetzt hier nochmal Ravager. Ob es die hier drehen können, ist die Frage. Da muss Proto schon dämlich drin stehen bleiben. Währenddessen kommt hier der erste Run bei von vielen DTs und vielen Zellets. Da kommt nochmal nachträglich weitere Warp in. Da werden einfach die Spines und die Spores geschreddert. Die Uli Cavern wird hier fallen, währenddessen pusht hier der Protoss weiter in die Basis rein. Es sind Infester mit dabei. Eigentlich sagt die Infester das jetzt noch rausreichen. Also die haben nicht wirklich viel Energie, bis es noch nicht wirklich viele Infester da. Ein Fangel gibt es hier momentan. Es ist ein Infester da. Und da, die Disruptor-Shots haben richtig gut getroffen. Die Hälfte des Zerg-Army einfach nur vernichtet. Das blinken die Stalker jetzt einfach drauf. Haben überhaupt keine Angst mehr davor. Vernichten einfach easy die Zerg-Army. Kuku droppt hier hart im Supply. Pack nähert sich kaum dem 180. Blinkt jetzt hier noch schön nach hinten, möchte also auch noch wenig verlieren. Dominanter Sieg hier doch am Ende. Die Disruptor Shots haben die ganze Sache hier dann easy gedreht. Und dessen hier wurde harassed, der Drone Count vom Protoss, vom Zerg. Und Protoss Drone Set, der wäre die Sache auch anders. Ja, Pack setzt sich hier durch, sichert sich damit in 18 Minuten das 1-0 auf Bridgehead. Nach einem langen Hin und Her, große Belagerung. Aber Protoss hat hier das bessere Spiel gemacht momentan. Bin gespannt, wie es im Spiel Nummer 2 aussieht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es ist im nächsten Replaycast. Macht's gut und ciao.